Hallo und herzlich willkommen bei Aquadozoo. Ich bin der Philippe und ich werde heute mit meinem Kollegen, dem Jan, ein 2 Meter mal 70 mal 70 einrichten mit der wunderschönen Flusswurzel und dem besonderen HKI-Stone. Dieses 2 Meter mal 70 mal 70 steht in Köln und ihr dürft heute dabei zusehen, wie wir das schick machen. Bevor wir jetzt starten, erzähle ich euch mal kurz was zu der Technik. Dieses 2 Meter x 70 x 70 Aquarium wird von der Daytime Pendix beleuchtet. Eine Hochleistungs-LED, die komplett steuerbar ist. Gefiltert wie dieses 2 Meter x 70 mit einem klassischen Filter-Aquarium. Mit Pumpentechnik, UV-Klärer etc. etc., was man so als Filterbecken halt kennt. Die Rückwand ist eine Back to Nature Slimline mit einer Sonderhöhe, ich glaube knapp 70 cm. Basalt-Gneis müsste das sein. Dieses Aquarium wird mit HKI-Stone und Flusswurzeln ausgestattet. Wir versuchen drei kleinere Inseln in diesem Aquarium zu integrieren. Hauptsächlich mit Aufsetzerpflanzen wie Farne, Moose, Butze, Flandern, Anubien. Und es soll optisch leicht Amazonas-like aussehen, aber eigentlich ist es mehr so eine Freestyle-Geschichte. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Also, wir haben jetzt gerade die Wurzeln fertig gesetzt. Das war ein kleiner Kampf. Recht schwierig bei den 2 Meter jetzt und den 70er höher zu gucken, dass wir trotzdem ein sehr fließendes Layout hinkriegen. Geplant waren anfangs erst 3 Inseln zu machen. Da aber die Wurzeln sehr klobig sind, haben wir uns da eher für entschlossen, dann links und rechts so das Layout zu setzen und die ineinander einfließen zu lassen. Ich glaube, die Wurzeln bleiben. Die Steine, die jetzt drin sitzen, bleiben erstmal nicht so. Die sind jetzt erst zur Fixierung der Wurzeln gedacht, damit wir ein paar Klebestellen setzen konnten. Gleich werden die Steine nochmal ausgerichtet, um zu gucken, dass die 2 Layouts, beziehungsweise der linke und das rechte Layout-Teil, miteinander verbunden wird, also sprich fließend ineinander läuft. Als nächsten Schritt nach den Steinen werden wir gucken, dass wir die Pflanzen setzen. Wahrscheinlich werden wir erstmal eine halbe Ewigkeit Wurzeln binden, mit Moos bebinden und mit Anubien, Butze verlandern und so. Und durch die Ausrichtung der Wurzeln haben wir tatsächlich extrem viele Unterschlüpfe für Bodenbewohner, aber auch für Höhlenbewohner. Rückzugsmöglichkeiten haben wir auch geschaffen in den Wurzelbereichen. Bei der Gestaltung des linken und rechten Bereiches haben wir etliche Wurzeln verarbeitet. Das ist jetzt nicht nur eine Wurzel, das sind 3 bis 4, 4 bis 5 Wurzeln, die alle miteinander verbunden worden sind, miteinander verkeilt worden sind, damit im Prinzip optisch eine Wurzel jeweils links und rechts stehen. Jetzt haben wir den HKI-Stone gesetzt, wie ihr seht. Dieser Stein, extrem neutraler Stein, also wirklich neutraler Stein, aus Japan, richtig schön abgerundete Kanten,
null scharfe Kanten. Also das ist das Tolle dran. Also es können auch Tiere da dran und die können sich dran scheuern. Es wird nichts passieren. Trotzdem sehr, sehr viel Struktur, wie ihr seht. Diese grünen und blauen Strukturen des Steines, finde ich, machen dieses Layout sehr, wie soll ich sagen, lebhaft, fließend. Finde, hat sich sehr, sehr gut eingefügt in die Wurzeln. Setzen der Steine haben wir versucht, darauf zu achten, die nicht zu hoch aufzubauen, dass die eher so eine Flussoptik haben, dass sie sehr flach aufliegen, damit auch die Struktur der Wurzel trotzdem noch erhalten bleibt. Ich finde, das ist sehr, sehr gut gelungen. Der Jan und ich haben, glaube ich, schon richtig geile Arbeit da geleistet. Ist alles jetzt verklebt, sprich, die Wurzeln dürften keinen Auftrieb mehr haben. Als nächstes werden wir die Pflanzen setzen, fangen erstmal in den unteren Bereich an, werden erst ein paar Kryptos drumherum setzen, ein paar Aufsetzer in dem unteren Bereich und gucken dann, wo wir dann am Ende das Moos und die Fahne alle setzen werden. Und es sieht sehr vielversprechend aus und ich hoffe, das wird auch so, wie ich das gerade im Gefühl habe. Der Haikai-Stone, den wir hier drinnen sitzen haben, das sind locker 100 Kilo, plus minus ein bisschen. Relativ teuer, weil extrem selten, da gibt es wenig Stückzahlen am Markt. Die große Menge hier war echt schwer zu besorgen und wir sind echt glücklich, dass wir genügend noch hatten, die reinzusetzen. Im Grunde sind zwei Steine übrig geblieben von diesen knapp 100 Kilo. Teurer Spaß, aber der sich extrem gelohnt hat, glaube ich. Hat einem irren Spaß gemacht, die Steine zu setzen. Es ist schon eine besondere Ehre, mit so einem Stein zu arbeiten, gerade in so einer Masse. Ich selber würde mir wahrscheinlich niemals so einen Stein kaufen, weil er mir tatsächlich wahrscheinlich zu hochpreisig ist. Aber wir sind sehr dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, den zu setzen. Und es hat einen irren Spaß gemacht, diesen tollen Stein zu setzen. Werden wir die Pflanzen setzen. Im Großen und Ganzen ist das eigentlich eher eine Gefühlssache, wo ich jetzt die Pflanzen setze, weil wir nicht wirklich mit Hintergrundpflanzen arbeiten und tatsächlich nur mit Aufsetzern und Vordergrund- bzw. Mittelgrundpflanzen. Lassen wir uns eigentlich tatsächlich durch diesen fließenden Verlauf der Wurzeln der Steine jetzt ein bisschen inspirieren und versuchen, die Pflanzen schön da einschmiegen zu lassen zwischen Stein und Wurzel. So, das ist die kryptogrüne Ventitropica. Eine ganz, ganz klassische Aquariumpflanze, gibt es ewig und drei Tage. Nahezu unkaputtbar. Das Schöne ist, die kann viel ab. Ist die mal nicht so schön, weil sie veralgt ist oder einen Mangel hat, kann man diese Pflanzen wunderbar retten, einfach abschneiden und sie treibt tatsächlich neu aus. Diese Tropica, hat ein leicht gehämmertes Blatt. Unter Wasser wird sie wahrscheinlich so einen leicht olivfarbenen, bräunlichen Ton haben. Die setzen wir jetzt links und rechts vom Aquarium rein. Bei der Vorbereitung von diesen Kryptos zum Beispiel oder generell Topfpflanzen immer darauf achten, dass die Steinwolle so gut wie möglich entfernt wird. Dafür kann man eine kleine Gabel nehmen, gut ausspülen. Wenn ein bisschen hängen bleibt, ist es jetzt nicht so dramatisch, aber gucken, dass dann halt grob was entfernt wird und die Wurzeln bis auf einen Zentimeter immer runterschneiden, sprich so eine Fingerbreite reicht, damit die Wurzeln dann im Prinzip neu austreiben können, weil meistens werden diese alten Wurzeln nicht mehr treiben, deswegen schneiden wir die immer schön runter. Die Kryptos zum Beispiel werden größtenteils nur mit Pöppes im Wasser gezogen, das heißt, die haben alle Landblätter.
Und sobald man sie dann unter Wasser setzt, kann es durchaus passieren, dass Blätter anfangen zu faulen, im Grunde weggammeln. Und dann kann man sie im Prinzip, damit das nicht passiert, vorher komplett runterschneiden und nur die Bürste einsetzen. Wir werden jetzt hier in dem Fall die Pflanze komplett einsetzen und sind der Hoffnung, dass sie halt nicht wegfault. Der Kunde hat aber den Hinweis bekommen von uns. Falls es doch passiert, dass irgendwelche faule Stellen da sind, einfach runterschneiden. Sieht zwar doof am Anfang aus, aber dann entwickelt sich die Pflanze auch weiter. Gerade eben von mir erwähnt, haben wir die kryptogrüne Venti Tropica eingesetzt. Hatte dann nochmal eine Patchy eingesetzt, eine ähnlich große wie eine kryptogrüne mit einem roten Stängel, die so etwas anderen Grünton kriegt. Mehr, wie soll ich sagen, so Tannenoptik-grün. Als nächstes setzen wir die Alibaba Braun setzen wir jetzt ein. Eine kleinere Kryptogrüne, die einen rot-braunen Ton kriegt, die wird relativ klein. Die setzen wir jetzt hier im Frontbereich und einmal hier im Frontbereich, um so einen kleinen Übergang zu machen von mittelgroß zu klein. Und als nächstes setzen wir eine klassische Hintergrundpflanze. Wird jetzt immer häufiger im Aquarium gesehen, wegen der schönen Rotfärbung, die Ludwiga palustris. Die setzen wir ganz hinten rein. Die wird jetzt nicht extrem hoch. Meine Hoffnung ist, dass die tatsächlich so ein bisschen in den Lücken dazwischen erscheint oder sich zeigt, damit mal ein bisschen Rotton in meinem Hintergrund zu sehen ist und nicht nur grün in grün ist. Jetzt haben wir die Pflanzen angeklebt. Wie haben wir sie angeklebt? Wir haben sie angeklebt, indem wir uns die Hände voll geschmiert haben. Jetzt habe ich sogenannte Peeling-Finger. Also am besten immer schöne Latex-Handschuhe anziehen. Sicher ist sicher, ne? Im Astbereich haben wir ganz oben die Hygrophila pinnatifida. Wunderbar kriechend. Bei ausreichender Beleuchtung, Düngung wird die schön rot. Dann haben wir im mittleren Bereich der Wurzeln einen klassischen Java-Farn gesetzt. Davor den Trident, der sich so schön auffächert, der nochmal ein bisschen Fülle reinbringt. Dann haben wir in den unteren Astbereich haben wir Anubias Petit gesetzt. Eine, die ein sehr, sehr feines Blatt kriegt, kleines Blatt kriegt. Und dazwischen sitzen noch etliche Butze Philandren, Red und Kedergang. Ja, und als nächstes kommt Moos. Das klasse Spiky Moos. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, das wächst nicht so extrem wild, es bleibt eher am Ast, es wächst eher kompakt, schmiegt sich eher an den Ästen an, macht nicht so viel Volumen, aber muss genauso gepflegt werden wie andere Pflanzen auch, also auch regelmäßig abtragen. Sonst wird es auch da zu voll. Richtig sexy. Ich finde, das war ein richtig geiles Projekt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Wasser reinzuhauen und das Ding hier zu fluten, um dann ja, die Einlaufphase zu starten. Die ersten 4 Wochen werden wir wahrscheinlich mit 6 Stunden Licht starten, damit nicht die volle Power draufkommt auf die Pflanzen, weil die müssen sich ja teilweise noch umentwickeln in die Unterwasserform. Deswegen nicht die volle Leistung. Später, wenn die 4 Wochen dann um sind, werden wir hergehen, das wöchentlich um 1 Stunde steigen, dass so zwischen 8 und 10 Stunden Endbeleuchtung dann sind. Volle Power müssen wir hier bei diesem Aquarium nicht fahren. Es wird wahrscheinlich, die Lampe wird wahrscheinlich auf 50-60% gedrosselt, weil ein größter Anteil der Pflanzen tatsächlich Aufsetzerpflanzen sind, die mit eher weniger Licht zurechtkommen. Wir hauen jetzt nur noch Wasser rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst. Thank you.